Die Bilderberg-Konferenz. Ein Meeting, das es offiziell gar nicht gibt, obwohl sich dazu einmal im Jahr über 100 der einflussreichsten Männer und Frauen aus Politik und Wirtschaft an irgendeinem Luxusplätzchen auf diesem Globus treffen. Wer genau dabei ist, weiß man immer erst hinterher. Bilderberger mögen es nämlich diskret und sind mit diesem elitären Networking eine wahre Freude für jeden Verschwörungstheoretiker. Die Angst vor der globalen Diktatur hat für die Verschwörungstheoretiker einen Namen: Bilderberg. Zur sogenannten Bilderberg-Konferenz. Die Ministerin Ursula von der Leyen nimmt ja daran teil. Warum? Was sind da Ihre Erwartungen? Also die Teilnahme an der Bilderberg-Konferenz möchte ich hier nicht kommentieren. Dazu gibt aus Sicht militärischer Sprecher des Verteidigungsministeriums nichts zu sagen. Dennoch nochmal ein Nachfrageversuch. Sie möchten das nicht kommentieren, weil diese Konferenz, alles zu dieser Konferenz geheim gehalten werden soll, nehme ich jetzt mal an. Genau das kritisieren ja einige, kritisieren die Konferenz als intransparent, als undemokratisch. Wie rechtfertigt gegenüber Kritikern die Ministerin ihre Teilnahme? Der Versuch ist gut, Frau Trams, gebe ich zu. Aber ich habe schon gesagt, ich kommentiere die Teilnahme an dieser Konferenz nicht. Herr Jung, war Sie denn da als Privatperson oder als Ministerin? Herr Jung, auch das kommentiere ich nicht. Aber ich meine, das spürt ist ja wieder Wasser auf die Mühlen aller Verschwörungstheoretiker, wenn Sie jetzt dazu nichts sagen wollen, oder? Das mag Ihre Wertung sein, aber ich kommentiere das nicht. Die Welt wird von ganz anderen Persönlichkeiten regiert, als diejenigen glauben, die nicht hinter die Kulissen blicken. In der Politik geschieht nichts zufällig. Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, dass es auf diese Weise geplant war. Ein einziger Weltstaat, eine totalitäre Weltregierung, ein globales Volk, kontrolliert von einer Elite. Dieses Horrorszenario beschreibt Aldous Huxley schon 1932 in seinem Roman Schöne neue Welt. Was aber, wenn das längst keine Fiktion mehr ist, wenn diese schöne neue Welt bereits im Entstehen ist? Der Einzelne steht wie gelähmt vor einer Verschwörungstheorie, die so monströs ist, dass er sie einfach nicht fassen kann. Die Abschaffung der Demokratie und vor allem die Vermehrung ihrer eigenen privaten Gewinne. Der Öffentlichkeit wird dies als Globalisierung verkauft, doch dahinter steckt weltweite Einflussnahme, Kontrolle aller Ressourcen, der Handelsmärkte und des internationalen Bankensystems. Die Gleichschaltung der Massen, die Beseitigung nationaler politischer Strukturen, das Beherrschen des Militär- und Geheimdienstapparats. Wir haben jetzt die Möglichkeit, für uns und für zukünftige Generationen eine neue Weltordnung zu formen. Wenn wir erfolgreich sind, und das werden wir sein, haben wir eine reale Chance auf diese neue Weltordnung. Sie steht schon auf dem am weitesten verbreiteten Zahlungsmittel der Welt, dem Dollar. Novus Ordo Seclorum. Jeder kann diese drei Worte lesen. Aber die wenigsten verstehen ihre Bedeutung. Die Weltherrschaft. Die Kontrolle einer Elite aus wenigen über die Staaten und Völker dieser Erde. Globalisiert und kapitalisiert. Vereinheitlicht im Streben nach Geld und Profit. Aber beraubt der Kritikfähigkeit und des eigenen Willens. Der Schlüssel ihrer Machtausübung ist Geheimhaltung. Stellt Ihnen die Frage, wer von Ihnen kennt die Bilderberger? Und um es milder auszudrücken, war ich mehr als geschockt, als sage und schreibe eine Person die Hand gehoben hat. Dieses Jahr ist das Bilderberger-Treffen nicht irgendwo, sondern in Deutschland, genauer gesagt in Dresden. Und zwar vom 9. bis zum 12. Juni. Wird auch nichts in den Mainstream-Medien berichtet. Interessant ist dabei, dass in der Regel gerade die Regierungschefs dort auf ihre Regisseure treffen, die ihnen ihr Drehbuch überreichen, nachdem sie eine Rolle zu spielen haben. Und spannend ist diesmal in diesem Kasperle-Theater, wer die neuen Puppen auf der Bühne sind, die nach außen hin wieder in Erscheinung treten. Wenn man sich intensiv mit dem Bilderberger-Treffen befasst, dann wird man sehr schnell feststellen, dass die Personen, die dort eingeladen werden, die in Wirklichkeit die wahren Verschwörungspraktiker sind, die sich dort treffen, dass diese in kürzester Zeit eine rasante Karriere machen. Gäste waren angefangen von Helmut Schmidt, Kohl, Tony Blair, Bill Clinton, Obama und so weiter. Eine riesenlange Liste, und über diese Themen beispielsweise, wie genau das ablief, wie der Karriereverlauf unmittelbar danach bei diesen Leuten vonstatten ging, haben wir dokumentiert in der neuesten
DVD, die Jahrhundertlüge, die No Insider kennt 2, die, glaube ich, morgen aktuell am Markt erscheint. Bei Nuviso TV im Shop oder bei Macht, www.macht-steuert-wissen.de auf meiner Shopseite ist sie erhältlich, um da nochmal detailliert nachzuschauen. Was ist dieses Jahr angesagt? Das ist doch die spannende Frage. Wenn wir uns mit der Thematik Bilderberger intensiv befassen, dann wenn wir feststellen, dass dort Entscheidungen getroffen werden von weltpolitischer Tragweite, und zwar im Interesse der Hochfinanz, und zwar gegen das Volk. Warum ist gerade diese Stadt Dresden dazu gewählt worden? Wir hatten vorab schon recherchiert, lange wurde ein Geheimnis drum gemacht. Wir hatten selber angerufen, sogar als ein Insider sich an uns gewandt hat im Hotel Kempinski, und wo uns gesagt worden ist, ausgebucht, war eigentlich alles klar. Jetzt wurde es ja offiziell vom Bürgermeister sogar bestätigt. Im letzten Jahr, am 27.05., habe ich ein Newsletter geschrieben über das letzte Treffen, was in Österreich Telf stattgefunden hat. Da kam ebenfalls ein Insider, hat uns eine Meldung übermittelt, und da hatte ich in diesem Newsletter niedergeschrieben, dass auf der Agenda damals stand die Flutung Europas mit Flüchtlingen und die Abschaffung des Bargelds. Die Bilderberger sind mit ihren Zielen sehr, sehr weit voran schon gekommen, weil dies Jahr höchstwahrscheinlich wird weiterhin darüber gesprochen, wie weiter Europa destabilisiert werden kann mit Flüchtlingen. Ein anderer wichtiger Punkt ist, die Aggression gegen Russland weiter zu forcieren. Eine ihrer Marionetten, der polnische Außenminister, hat vor einigen Tagen selbst gesagt in einem Interview, dass Russland gefährlicher ist als der IS. Es wird also richtig Öl ins Feuer hineingegossen, um den Konflikt weiter aufzuheizen. Und in diesem Zusammenhang ist auch zu sehen, dass die NATO eine ganze Panzerflotte demnächst an die Ostflanke der NATO schickt, um weiter Russland zu provozieren. Natürlich offiziell, um ihre Verbündeten wie Polen und so weiter vor den bösen Russen zu verteidigen. Und ein Punkt, wovon Deutschland indirekt betroffen sein wird, wir stehen ja sowieso immer dazwischen, auch in diesen Sachen, wird Bundeskanzlerin Merkel sein. Frau Merkel hat alles getan, was man sich nur vorstellen kann, als Schoßhündchen der Vereinigten Staaten im Interesse der Hochfinanz, aber die Bevölkerung, der größte Teil der Bevölkerung, glaubt ihr nicht mehr. Sie ist quasi in Ungnade gefallen. Und dort wird höchstwahrscheinlich festgelegt, die neue Marschroute, wer sie beerben wird und welche neue Marionette im Kasperletheater, im Polit-Kasperletheater die Rolle zu spielen hat. Einer der Hauptziele der Bilderberger ist ja die neue Weltordnung, aber viel wichtiger ist ja, weil immer mehr Menschen derzeit ja erwachen, die weiteren Forcierung der totalen Kontrolle der Menschheit. Und ein Schlagwort dazu ist der RFID-Chip. Wer es noch nicht weiß, sollte unbedingt im Internet jetzt mal anfangen zu recherchieren. RFID-Chip. Wer vor 5 Jahren circa noch gesagt hätte, dass hier eine Elite existiert, die plant, jeden Bürger zu chippen, um die Menschen zu kontrollieren, den hätte man in die Nervenheilanstalt eingeliefert. Als bekloppt hätten sie Leute dargestellt. Es hätte kein Mensch geglaubt. Mittlerweile ist es so weit aus der Verschwörungstheorie, ist absolute Praxis geworden. Der Chefpropagandist Klaus Kleber hat er selbst sich dafür hergegeben, im Fernsehen quasi einen netten Bericht zu bringen, wie toll es doch ist, diesen Chip quasi sich einsetzen zu lassen. Als Vorbild wurde Schweden genannt. Und die Tagesthemen zur besten Sendezeit haben jetzt sogar noch nachgelegt. Ein Reporter hat vor laufender Kamera sich einen Chip installieren lassen und erklären lassen, wie toll es doch ist. Und da ist ein Ereignis passiert in den letzten Wochen, wo ich so einen Hals hatte und sagte, jetzt reicht's mir, dass im Kika, im Kinderkanal, jeder, der Kinder hat, ja, der sollte mal darüber nachdenken, so weit ist es schon gekommen, dass den Kindern schmackhaft gemacht worden ist, wie das so funktioniert, wie man so einen Chip quasi in seinem Unterarm tragen kann. An dem Tag, wo ich davon erfahren habe, habe ich sofort einen Kurzbericht dazu geschrieben und bei Facebook diesen gepostet.
Dieser Bericht wurde tausende Male geteilt auf Facebook. Seit Jahren schreibe ich Artikel. Nicht ein Artikel, den ich jemals geschrieben habe, wurde so oft geteilt. Und er wurde im gesamten Netz über 500.000 Mal gelesen. Alle großen Portale, alle haben den gebracht. Ob Epoch Times, Hartgeld.com, Goldseiten, Wall Street, egal wie sie heißen, haben alle den kopiert. Und das war ein gutes Zeichen, wo ich mir sage, die Menschen sind mittlerweile bereit für dieses Thema. Sie haben die Nase voll von dieser Lügerei und von dieser Versklavung, ja, die vonstatten gehen soll. Vor circa einem Jahr, das ist das Spannende an der Geschichte, habe ich einen ähnlichen Artikel geschrieben. Bis zu dem Zeitpunkt gab es die Kleber-Geschichte nicht, Tagesthemen und Kicker-Sache noch nicht. Einen ähnlichen Artikel über eine RFID-Chip, der hat so gut wie keine Beachtung gefunden. Wie gesagt, jetzt scheint eine andere Zeit da zu sein. Und trotzdem musste ich mit Besorgnis feststellen, wenn ich mir alle diese riesen Kommentare dort angeguckt habe, ob nun auf meiner Seite oder durch unseren Newsletter-Verteiler, wir schicken den ja auch noch nebenbei an einen riesengroßen Newsletter-Verteiler kostenfrei raus, www.macht-steuertwissen.de, die es noch nicht wissen, da kann man sich kostenfrei anmelden. Und ich habe gesehen, wie viele Leute Angst haben. Aber das, glaube ich, ist der falsche Weg, Angst davor zu haben, weil die Quantenphysiker haben uns das bewiesen, dass Gedanken, ein Gedanke ist nicht einfach nichts, sondern er ist ein Etwas. Und die Weisheitslehrer in Asien wussten das schon vor tausenden Jahren, wie wichtig es ist, auf seine Gedanken zu achten. Und einer, der speziell auf seine Gedanken geachtet hat, war Guido Westerwelle, und zwar kurz vor seinem Tod. Er hat ein Interview gegeben in einer Talkshow bei Lanz, dass man Gänsehaut hätte kriegen können, in der er von Barmherzigkeit, Wahrhaftigkeit und Demut sprach. In diesen 2,5 Minuten, die ich wirklich nur jedem empfehlen kann, sagte Westerwelle, er hat darüber nachgedacht, wie oft man sich über Kleinigkeiten streitet mit Menschen, die man lieb gewonnen hat, und sich später fragt, wie ist überhaupt dieser Streit zustande gekommen? Dass er den Moment viel, viel mehr schätzt als jemals zuvor. Sagte er wortwörtlich, es klingt vielleicht naiv, aber über einen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang freut er sich mehr als jemals zuvor. Und er macht sich Gedanken, wem er eigentlich Unrecht getan hat in seinem Leben. Und er hofft, dass im zweiten Leben er es besser machen kann. Müssen wir erst so lange warten, bis wir kurz vorm Tod stehen, um zu dieser Erkenntnis zu kommen? Ist es nicht an der Zeit, dass wir jetzt im Hier und Jetzt anfangen mit einer Veränderung, und zwar bei uns, in uns selbst, und uns nicht mehr länger aufhetzen lassen von Medien, Politikern, hoch oben gegen unten, links gegen rechts, Frau gegen Mann, hetero gegen Schwule und so weiter, sondern einfach mal die Worte von Westerwelle auf sich wirken lässt. Weil zum Frieden gehören immer zwei. Zum Krieg gehören immer zwei. Zum Frieden reicht einer aus. Weil jeder Mensch hat gute Seiten. Man muss die schlechten Seiten nur umschlagen. Und deswegen seid ihr es, die besonders wichtig in dieser Zeit sind, in der Zeit, wo die Medien uns auf Krieg programmieren und die Bilderberger im Juni hier sitzen. Geht hin, geht nach Dresden, zeigt einfach mal, setzt ein Zeichen. Ich bin heute hier, nachher geht's zum Interview, morgen geht's nach Fulda zum nächsten Interview, Sonntag Vortrag, Wochenende gibt es nicht. Aber es ist wichtig, dass wir etwas verändern, und das kann ich nur tun, indem ich nach außen gehe. Und nicht immer nur vom Computer sitze und anfange zu debattieren und sagen, ja, die anderen werden es schon machen. Dann passiert gar nichts. Deswegen, ihr seid es, die besonders wichtig seid. Und ich bitte euch, schaut in Zukunft Alternativmedien, lasst den Fernseher aus. Ihr werdet feststellen, ihr fühlt euch auch besser. Abonniert beispielsweise unseren Kanal, Noviso TV, Schrank TV oder andere alternative Medien. Weil nur gemeinsam sind wir stark und kommen ans Ziel. Und denkt immer daran, wer gegen den Strom schwimmt, der gelangt zur Quelle. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Bis zur nächsten Sendung, euer Heiko Schrank.